Hier wird kein Wall eingerissen. Thank you.
egal wie oft ihr ihn zu Fall bringt, Seromus wird immer wieder auferstehen. Versiegelt ihn in Memoria. Und so bin ich voller Reue. Von Kopf bis Fuß voll bitterer Reue. Ich konnte meinen Freund nicht retten, der von der Finsternis verzehrt wurde. Ich glaubte den giftigen Worten eines Aschiens und brachte die Flut der Dunkelheit über uns. So lange, lange Zeit verbrachte ich mit Warten. Und nun muss ich auch noch vor euch in die Knie gehen. Letztlich habe ich nichts erreicht. Nicht eine Sache. Und mein Freund, eingeschlossen in seiner Memoria, ist meiner sicherlich längst überdrüssig geworden. Und doch muss ich genau deshalb diesen heiligen Krieg gewinnen. Ihr kommt nicht an mir vorbei. Hier gibt es keinen Sieg zu holen. Nichts kann die Flut der Dunkelheit ungeschehen machen. Diese Welt wird nie wieder, wie sie einst war. Und der echte Golbez wird genauso wenig zurückkehren. Ein endloser Schlaf ist letztlich nur eine hübsche Metapher für den Tod. Du sagst es selbst. Du bist hilflos und voller Reue über deine vielen Fehler. Kann jemand wie du diese gewaltige Macht kontrollieren und die Welt retten? Wer sagt, dass du nicht wieder straucheln wirst? Und ich verstehe dich. Mir geht es ja genauso. Deswegen kann ich meinen Weg nicht ganz alleine gehen. Licht. Aber du bist eine Kreatur des Nichts. Dies ist der strahlende Beweis dafür, dass ich an andere glaube. Und als Dank ließen sie wiederum das Licht durch die Finsternis brechen. Wenn du durch das Meer der dunklen Verzweiflung wartest, ist es dieses Licht, diese Bande, die wir geknüpft haben, was uns Stärke verleiht. Selbst inmitten verschneiter Ruinen oder einer Welt, die vom Licht zerfressen ist, kann das Leben gedeihen. Wenn man sich nur einander die Hand reicht. Und kannst du das auch für unsere Welt tun? Es wird nicht einfach. Schließlich sind wir nun schon so lange Geschöpfe der Finsternis. Aber eines kann ich mit Sicherheit sagen. Wenn Seromus in den Ursprung einfällt und alles Leben erlischt, ist jede Chance vertan. Daher wähle ich einen anderen Weg. Wenn ich jemanden finde wie dich, der das Schicksal in andere Bahnen lenken will, so will ich dir lieber die Hand reichen und es gemeinsam versuchen. Thank you.
Oh. Nun begreife ich. Du bist die Erwählte von damals. Ich erinnere mich noch daran, was Golbis sagte, nachdem du uns abgewiesen hattest. Es gibt so wenige Erwählte der Memoria, die ihre Kräfte für den Frieden einsetzen. Würde sie uns doch nur die Hand reichen. Er war aufrichtig niedergeschlagen. Ja, so war er. Mit jeder Faser seines Herzens war er sich sicher, dass wir gemeinsam die Welt hätten verändern können. Selbst in den chaotischsten Wirren des Krieges glaubte er stets an mich und alle anderen. Und nun bist du jener Golbes, nicht wahr? Warum trittst du also nicht sein wahres Erbe an? Ich werde nie vergessen, was du Ashtaya angetan hast. Aber noch ist sie nicht gänzlich verloren. Wenn sie also zu uns zurückkehrt und der Ursprung unversehrt bleibt... Nun. Als Seros Kameradin werde ich auch dir mit meinem Wissen zur Seite stehen. Vor allem über die Wiederherstellung des Nichts werde ich dir hoffentlich viel sagen können. Ist es noch nicht zu spät? Nicht, wenn wir uns zusammentun. Wird sein Äther nicht mehr lange an sich halten können. Rufe nach Ashtaya, wenn ihre Seele offenbart ist. Verstanden. Das werde ich. Es ist wie damals, als ich in den Spalt zwischen den Welten gezogen wurde. Totale Finsternis, kein Oben und kein Unten. Und ich treibe immer weiter und weiter fort von allen. Hey, reiß dich zusammen! Glaub an dich! Das Licht ist mit dir! Konzentriere dich!
Du bist nicht allein. Folge unseren Stimmen. Du schaffst das, Zero. Mit links. Und diesmal werde ich alle retten. Mit der Kraft, die ich in fremden Welten fand. Nun wirst du deine Schuld vergelten. Schlag zu, mit aller Macht! Regeneriert sich! Keine Sorge. Dieser Seele wird er nichts antun. Dies ist dein Ende, Zeromus! Kein Zweifel. Das ist meine Schwester. Ich will ihr mein Auge geben, das in diesem Körper weilt. Wir Drachen geben einen Teil unserer Lebenskraft, um die nächste Generation zu schaffen. Wenn ich allen Äther nutze, der in diesem einen Auge steckt, sollte ich ihr einen neuen Körper schenken können. Bashan wird dadurch nicht mehr funktionieren, also bringt meine Schwester zu mir. Ich bitte euch. Darum musst du uns doch nicht bitten, Vritra. Deswegen sind wir schließlich hier. Ich danke euch.
Ashtaya. Schon bald sind wir wieder vereint. Und wo willst du hin? Mir wurde ein Wunder offenbart. Und wie du selbst sagst, irgendwo dort draußen beginnt der Weg zur Heilung unserer Welt. Und doch trage ich die Schuld für alles, was geschehen ist. Ich opferte gar meine Fürsten, um meine Ziele durchzusetzen. Welches Recht habe ich also, diesen Weg an deiner Seite zu gehen? Hast du mir etwa nicht zugehört? Eben erst habe ich gesagt, dass du mit einem Schlag deine Schuld vergelten sollst. Die Rechnung ist beglichen. Du und ich, dies ist unser Anfang. Wir beginnen bei Null. Zusammen können wir unsere eigene Geschichte schreiben. Was ich alleine nicht geschafft habe, gelingt mir dann vielleicht doch noch. Mit deiner Hilfe. Und selbst wenn nicht, dann suchen wir uns eben noch mehr Verbündete. Von daher, lass uns einen Anfang machen. Wir beide, gemeinsam. Thank you.
Wir konnten meine Schwester wirklich aus ihrem Kerker befreien. Das Herz ist mir so leicht. Meine Dankbarkeit lässt sich mit Worten nicht beschreiben. Aber was ist mit Golbis geschehen? Er ist auf dem Grund des Kraters geblieben. Er habe kein Recht, eurem Wiedersehen beizuwohnen, sagte er. Aber wenn er sich bei dir entschuldigen soll, zerre ich ihn schon heraus. Nein, das ist nicht nötig. Es gibt schließlich keinerlei Grund mehr für Zwist und Groll. Und was hast du jetzt vor? Auf unseren gemeinsamen Reisen habe ich viel gelernt. Dass es Orte gibt, die man alleine nicht erreichen kann, beispielsweise. Das war mir vorher schlicht nicht bewusst. Deswegen werde ich mit Golbes nun selbst die Welt bereisen und nach Ansätzen suchen, wie dem nichts beizukommen ist. Ich verstehe. Dann ist dies wohl ein Abschied. Zero, du erinnerst dich sicher daran, was ich dir über den Ursprung und die Splitterwelten erzählt habe. Bitte trage die Wahrheit über Licht und Dunkelheit auch an Golbes heran. Er hat das Rätsel um Zeromus schließlich ganz eigenständig ergründet. Und vielleicht findet ihr dort noch weitere Anhaltspunkte. Das werde ich. Darf ich dich außerdem wieder um Rat bitten? Nachdem wir uns ein Bild von unserer Welt gemacht und unsere Gedanken geordnet haben? Aber selbstverständlich. Bis dahin bin ich zweifelsohne auch belesener, was dieses Thema betrifft. Ach ja. Es fließen die Fluten. Es wogen die Wasser. Es flüstern die Flüsse. Es murmeln die Meere. Heraus mit dir! Ja, ich habe die Beschwörungsformel etwas zeitgenössischer gestaltet. Mehr will ich dazu nicht hören. Ist das klar? Diesen Seelenwächter haben mir Nidana und die Alchemisten überlassen. Er scheint robuster denn je. Wenn du dieses Nixchen hin und wieder mit etwas Äther fütterst, wird es auch nicht vergehen. Und ist die Zeit für ein Wiedersehen gekommen, wird es uns als Leuchtfeuer dienen. Ich danke dir. Damit hat unsere kleine Reisegruppe wohl bereits Zuwachs bekommen. Bitte grüße in deiner Heimat alle, die sich um mich bemüht haben. Iolus, Alfino und Alizé. Und dann natürlich auch Uriangé und Tancred. Sowie Nidana und Meride. Ah, oh, Andrine, Beckluck, alle, die mit den Äthertransmittern geholfen haben. Ach, einfach alle. Das sind ja doch mehr Namen, als ich dachte.
Außerdem wollte ich dich bitten, Seromos Memoria-Kristall zu Rine in den ersten Splitter zu bringen. Als Dankeschön, dass sie uns das Licht geschenkt hat. Vielleicht kann der Kristall mit seiner Dunkelheit dabei helfen, das Gleichgewicht in ihrer Welt wiederherzustellen. Oh, eine fabelhafte Idee. Im Gegenzug sollte Zero allerdings die Memoria der vier Elementarfürsten erhalten. Richtig. Ich werde sie Golbes geben. Sie sind gleichzeitig Mahnung an alte Fehler. Und das Erbe vier einzigartiger Seelen. Sprechen. Oh, du kennst jemanden, der ebenfalls an der Heilung unserer Welt interessiert ist? Dann erzähle ihm doch auch von uns. Je mehr dieses Ziel verfolgen, desto besser. Ganz gleich, von welcher Welt aus wir agieren. Macht's gut. Mag Zeit und Raum uns auch trennen, so gehen wir unsere Wege doch gemeinsam. Ich an deiner Seite. Und du an meiner.
Was ist los? Sind es schon wieder die Nichtsgesandten? Ihr konntet Ashtaya also wirklich retten. Das sind ja großartige Neuigkeiten. Eine geniale Idee, Licht aus dem ersten Splitter zu schicken. Und außerdem ein vielversprechender Fortschritt, was das Reisen zwischen den Welten betrifft. Ich danke dir. Und ja, dieses Thema werde ich mir nun weiter vorknöpfen. Natürlich melde ich mich umgehend bei dir, sobald ich einen neuen Durchbruch erzielen konnte. Zero hätte sich zumindest anständig verabschieden können, wenn sie schon in ihrer Welt bleibt. Aber ich soll dich ganz herzlich von ihr grüßen. Ausgerechnet mich lässt sie grüßen? Ich hätte nicht gedacht, dass sie so große Stücke auf mich hält. Aber nein, es ist natürlich schön, einen guten Eindruck hinterlassen zu haben. Unsere Umstände sind gar nicht so unähnlich. Wir beide nennen Orte unserer Heimat, die in einigen Jahren nicht mehr wiederzuerkennen sein werden. Aber ich bin mir auch sicher, dass gewisse Dinge immer gleich bleiben. Die Zeit mit Zero werde ich jedenfalls nie vergessen. Eine Besucherin aus einer fremden Welt, eine Kameradin an meiner Seite und allen voran eine teure Freundin. Sie gibt alles für ihr Zuhause und dem dürfen wir in nichts nachstehen. Wenn sie das nächste Mal nach Galimal kommt, empfangen wir sie nicht mehr in Ruin, sondern in einer richtigen Stadt. Ah, Alfino, Alizé. Das erinnert mich daran, dass ich etwas mit euch besprechen wollte. Die Nachricht bezüglich des Handelsvertrags mit Razatan hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet und hat die Stimmung enorm angehoben. Eine gute Gelegenheit für Galamalt, auf eigenen Beinen zu stehen. Zum ersten Mal sieht die Zukunft wieder rosiger aus. Ah, ich verstehe. Wir sind dabei mehr Hindernis als Hilfe, hab ich recht? Nein, nein, das wollte ich damit nicht sagen. Aber nachdem gerade alles recht gut läuft, wurde mehrfach die Forderung an mich herangetragen, euch ein paar freie Tage zu gönnen. Ihr habt mit euren Worten viel bewegt. Aber vor allem sehen die Leute, wie herzensgut ihr beiden seid. Danke, dass ihr euch selbst in bitterster Kälte stets so sehr um uns bemüht habt. Und nun geht und gönnt euch etwas wohlverdiente Ruhe. Jetzt hört schon auf. Da kann ich schlecht widersprechen. Auch wenn ich zugeben muss, dass es mir schwerfallen wird, nicht trotzdem permanent an euch zu denken. Wir sollten uns ein Beispiel an Zero nehmen und selbst auf Reisen gehen. In Länder, die mit Galemalt bislang nicht viel zu tun hatten. So bekommen wir einen Eindruck davon, wie die Zusammenarbeit in Zukunft aussehen könnte. Gar keine schlechte Idee, Schwesterherz. Und eine gute Rolle für uns beide. So können wir weiterhin den Aufbau Galemals unterstützen, aber eben von außerhalb. Das klingt mir aber nicht recht nach Ruhe und Freizeit. Nicht doch. Das sind Ferien ganz nach unserem Geschmack. Also gut, dann kehren wir zurück nach Shalayan und planen eine Reiseroute.
Und was habt ihr alle vor? Wir sollten wohl ebenfalls zurückkehren und Forge No Bericht erstatten. Er hat dieses Unterfangen schließlich aus vollen Kräften unterstützt. Dann reisen wir doch alle gemeinsam. Artelys wird euch sicher an Vater weiterleiten können. Ihr findet sie im Forum.
Ja? Der Feenkönig hat einen Blick in eure Welt geworfen und flog flatterflugs zu mir, um mir von eurem Erfolg zu berichten. Noch nie ist jemand mit einer derartig wahnwitzig wuchtigen Bitte zu mir gekommen. Als ich hörte, dass alles gut ausgegangen ist, fiel mir ein wahrer Felsbrocken vom Herzen. Ich persönlich freue mich sehr, dass wir nun einmal euch und eurer Heimat helfen konnten. Darüber hinaus hat es mir die starken Bande gezeigt, die die Bewohner Norfrans miteinander verbinden. Es sind eben diese Freundschaften, die wir hegen und pflegen werden, um Zero ein Vorbild einer geheilten Welt sein zu können. Ist dies etwa eine Memoria? Eine enorme Dunkelheit geht von ihr aus. Die Finsternis des Nichts nutzen, um die Ätherbalance unserer Welt wiederherzustellen. Ein aufregender Gedanke. In der Tat, die Nacht haben wir zwar wieder, aber die Dunkelheit selbst ist noch längst nicht so stramm stark, wie sie sein könnte. So wie wir das Licht ins Nichts geschickt haben, kann uns das Nichts nun vielleicht Dunkelheit spenden. Wir könnten gar die große Leere beleben. Sag, hast du noch immer den leeren Wesenskristall bei dir? Dürfte ich ihn mir wohl ein Weilchen borgen, damit ich den Kristallturm bedienen kann? Vielleicht lässt sich der von uns bereitete Pfad ja umkehren. Danke dir. Auf dass auch diese Forschung voranschreiten möge, im Gleichschritt mit den Plänen Unu-Kalhais. Ich möchte ebenfalls weiterhin helfen. In Nabat Areng wurde mir klar, dass die Macht des Orakels des Lichts noch zu weit mehr fähig ist. Und mit dem Studium der Pflanzen will auch ich meine eigene Stärke weiter ergründen. Schließlich habe ich jetzt eine neue Freundin, die dasselbe für ihre Welt tut. Sie ist mir gute Motivation. Hey, Rene. Wir waren verabredet, schon vergessen? Was treibst du denn hier? Ah, Gaia. Und wer bist du? Wir wollten Kaffeekekse essen gehen. Schon vergessen? Ach, so etwas habe ich nie zugestimmt. Außerdem habe ich gehört, dass niemand, der was auf sich hält, noch Kaffeekekse isst. Nicht, dass ich mich für solches Gerede interessieren würde. Was? Aber ich mag sie doch so sehr. Wir müssen unbedingt zusammen ins Extraportion gehen. Also, worüber habt ihr gesprochen? Ein Tauschhandel mit dem Nichts? Ja, es wäre schon schön, wenn wir einander helfen könnten. Allerdings ist mit der Macht der Dunkelheit auch nicht zu spaßen. Und ich mache mir dabei mindestens Sorgen um Rena. Nächstes Mal sagt ihr mir auch Bescheid, ja?
Warum verliert der Magistrat einfach ein Auge? Und mein kleiner Waschhahn? Na, was haben Sie mit dir gemacht? Es war ja nun nicht dein kleiner Waschhahn, Nabdin. Außerdem hat der Herr Magistrat doch noch ein Auge übrig. Und er hat mir gesagt, dass er trotz allem wieder eine Marionette benutzen will. Also Kopf hoch, du hast Waschhahn schon bald wieder. Hey, ist das wahr? Aber hoffentlich meint er den kleinen Knirps. Also, ich mag die ältere Version persönlich ja sehr gerne. Sieht strammer aus und haut fester zu. Was? Was redest du denn da? Darum geht's doch aber gar nicht. Mein kleiner Bruder, mein kleiner Waschhahn, ist das niedlichste, kostbarste Geschöpf der Welt. Mit seinem kleinen stummen Schwänzchen, Nidana. Dieses kleine Schwänzchen. Nabdin, er ist nicht dein Bruder. Du liebe Güte, da ist aber jemand schwer vernarrt. Tut gut, hin und wieder ganz entspannt einen Erfolg zu feiern, nicht wahr? Und, meine Beste, welchen Unsinn stellen wir als nächstes an? Ach, mach dir nichts draus, wenn du noch keine Pläne hast. Denk dran, dass der Auslöser für diese ganze Odyssee der bescheidene Wunsch nach einer leichtherzigen Schatzsuche war. Aber genauso fangen alle Abenteuer an, hm? Früher oder später führen dich deine Schritte ganz von selbst in die richtige Richtung. Und bis es soweit ist, halten dich deine Kumpanen zweifelsohne auf Trab. Sag bloß, du bist an meinen Plänen interessiert. Traurigerweise habe ich nicht viel zu bieten. Ich werde mich wohl eine Weile zurückziehen. Sobald das letzte Ade gesagt wurde, kehre ich nach Schalayan zurück und schreibe eine theoretische Abhandlung über das Reisen zwischen den Welten. Und dann warten wir gespannt, ob die werten Gelehrten mein Buch in die Abteilung für verbotene Schriften stecken oder nicht. Aber solange wir im Geiste verbunden sind, so sind auch unsere Welten miteinander verbunden. Letztlich zählt für mich schon die Hoffnung, eines Tages vielleicht wieder in den ersten Splitter reisen zu können. Aber was hast du eigentlich vor, mein lieber Estinien? Es hielt ihn ja noch nie lange an einem Ort, hm? Und ich zweifle keine Sekunde daran, dass wir uns früher oder später wieder über den Weg laufen.
Gut, alles stimmt mit der Liste überein. Endlich fertig. Das hat alles länger gedauert als gedacht. Hätte ich doch nur eine magische Marionette als Helferlein. Also gut, dann will ich mich endlich dieser Sache widmen. Dieser Brief ist ja uralt. Je nach Inhalt muss er entsprechend kategorisiert und verwahrt werden. Ja, an Großvater Galuf adressiert. Und der Absender? Die Vereinte Nation von Tuliolal, unterzeichnet von Gulol. Verflucht, die Schrift ist zu verblichen. Was steht denn da noch? Ein Gesuch, die goldene Stadt auf dem Kontinent Toral zu untersuchen? Merkwürdig. In den Archiven von Baldesions Gelehrten bin ich noch nie auf eine derartige Anfrage gestoßen. Hm? Da ist ja noch etwas. Ein ungewöhnlicher Ohrring. Ob er etwas mit dem Gesuch zu tun hat? Eine Stadt aus Gold. Ist es das, was dich auf den Kontinent Toral geführt hat, Großvater? Dass ich so schnell zurück sein würde, ich hätte Krile gar nicht erst Bescheid sagen müssen. Willkommen in Al-Chalayan, der Stadt des Wissens. Ganz anders als Tuliolal, nicht wahr? Na dann komm. Machen wir uns auf die Suche nach unserer Frau Abenteurerin.